Hallo zusammen, hier ist der Friday von GSP Airsoft und heute kommen wir zum Review der KVA GBB G17, meiner aktuellen Backup-Waffe. Das Review gliedert sich wie folgt: Wir fangen an mit den technischen Daten der G17, danach, was sehen wir von außen, was sehen wir von innen, dem Zerlegen, Zusammensetzen und dann noch ein Fazit dazu. Beginnen wir mit den technischen Daten. Die Waffe ist 750 Gramm schwer, bei einer Länge von 205 mm. Sie schießt mit 1 Joule, besteht aus Kunststoff und aus Metall. Das heißt, rundum ein perfektes Paket, schon mal von den technischen Daten, 1 Joule, sehr, sehr gutes Gewicht. Kommen wir dann, was sehen wir außen an der Waffe? Wir sehen hier schon mal das bekannte Fünfeck F, sehr wichtig, den Importeur ASG und das Kaliber 6mm BB. Ansonsten haben wir noch außen auf der Seite sowohl als auch auf der anderen Seite einen Button. Wenn man den nach unten drückt, kann man den Schlitten abnehmen. Das ist beim Zerlegen wichtig. Des Weiteren sehen wir hier schon mal etwas, das Grip der Waffe. Und man kann hier erkennen den Safety Trigger. Das heißt, nur wenn der kleine Button hier vorne, kannst du hier sehen, der kleine Button hier vorne gedrückt ist, kann man den Abzug betätigen. Das soll von Abrutschen sichern bzw. von einem ungewolltem Schuss. Ansonsten kann man noch hier das Kaliber erkennen, die Waffe, das Modell G17. Von vorne können wir schon mal durchgucken. Wir sehen das Kimme bzw. die Kimme und das Korn. Auf der anderen Seite sehen wir wieder den bekannten Button, den Verschlussfanghebel und den Magazin-Release-Button. Wir sehen jetzt auch hier schon die Abnutzung. Das ist ein sehr starker Negativpunkt, beziehungsweise jeder wie es mag. Ich weiß auch nicht, was da KVA sich bei denkt. Nee, also die Waffe nutzt sich sehr, sehr stark ab. Benutze ebenfalls ein Blackhawk-Holster. Hier sieht man es noch nicht, aber auf der Seite sieht man das deutlich, die Abnutzung. Wie gesagt, ich habe einen Blackhawk-Holster und da nutze ich das schon sehr, sehr schnell ab. Das war's vom Äußerlichen. Jetzt ein paar Funktionen. Wir sehen hier, Verschluss bleibt hinten, weil ein Magazin in der Waffe ist. Das heißt, die Waffe denkt, sie ist jetzt wieder leer geschossen. Wir betätigen den Verschlussfanghebel und die Waffe bzw. der Schlitten schnellt nach vorne. Das ist natürlich nicht sehr materialschonend, deshalb sollte man den Schlitten immer führen. Ansonsten haben wir hier noch den Magazin-Release-Button, den drücken und dann kommt das Magazin raus. Die Waffe hätten wir dann soweit abgearbeitet. Jetzt das Magazin. Das Magazin besteht aus Metall. Wir sehen hier ganz normal die Dichtungen und altbekannt nichts Außergewöhnliches. Feder nach unten ziehen, rastet diese ein. Man kann die BBs befüllen, erleichtert die Arbeit ungemein. Nicht vergessen, hier wieder zu releasen. Wo ist jetzt die Dichtung hier unten? Ganz einfach, hier befindet sich ein kleiner Schlitten, ein kleiner Verschluss. Der muss betätigt werden. Nach oben, ihr seht es hier. So, habe ich gezeigt, nach oben. Könnt den Deckel abmachen, bzw. halb dran lassen. Hier seht ihr auch die Funktion. Deckel wieder drauf und die Dichtung bzw. das Ventil wird geschützt. Wie gesagt, Magazin besteht aus Metall. Kommen wir zu den Bestandteilen der G17. Es ist ein Metal Slide Verschluss bzw. Schlitten, der bei der KVA GBB G17 ja ein Vorteil ist, finde ich. Sie braucht zwar etwas mehr Gas, aber man hat dieses, ja, man hat mehr Gewicht und man hat was in der Hand. Der untere Teil der G17 ist aus sehr, sehr massivem Kunststoff. Also fühlt sich wirklich sehr, sehr hart an und liegt dadurch optimal auch gut in der Hand. Sie hat ein gutes Gewicht und das merkt man schon deutlich. Das wäre die Waffe von außen. Kommen wir jetzt zum Inneren bzw. auch schon gleichzeitig zum Zerlegen. Wir betätigen hier die beiden, ja, Verschlüsse, so sagen wir mal, und ziehen dann den Schlitten oben ab.
Und das untere Teil wird dann soweit zerlegt. Bleibt nur noch das obere Teil. Und wir sehen es hier auch schon gut. Einmal die Feder hier einfach dagegen drücken. Dann kann auch schon das Rohr entnommen werden. Hier wären wir soweit fertig. Und bleibt noch, wie gesagt, das Rohr. Hier drin wäre der Lauf, den könnte man dann hier noch dagegen drücken, auseinandernehmen. Brauchen wir aber an sich nicht. Alles ist hier aus Metall gefertigt. Sehr, sehr gut. Ja, hier auch alles aus Metall. Außer hier dieses Stück. Der Rest ist Metall. Feder auch, soweit es geht. Was solltet ihr bei der KWA wissen? Wichtig ist immer ordentlich schmieren. Das heißt, alle gleitfähigen Teile müssen geschmiert werden. Hier besonders, denn hier ist die Waffe immer am Arbeiten. Rohr sollte gereinigt werden, das ist selbstverständlich. Und hier die Gummierungen sollten immer geölt und geschmiert sein, dass die nicht austrocknen. Alles klar, kommen wir wieder zum Zusammensetzen. Das natürlich sinngemäß umgekehrt. Wir legen das Rohr rein, lassen es nach vorne durchrutschen und lassen es hinten einrasten. Jetzt kommen wir zu einem Clou. Dazu ein kleiner Zoom. Die Feder. Die Feder muss mit dem vorderen Teil hier einrasten. Die liegt nur ganz leicht auf. Hier sieht man das. Da muss die Feder drauf. Und natürlich hinten. Hier habt ihr eine kleine Abflachung. Die muss nach unten und passt sich sozusagen an das Rohr ran. Und die Feder liegt hier nur ganz, ganz leicht drauf. Vorne ist es noch nicht richtig drin. So, ist immer ein bisschen eine kleine Fummelarbeit. Mal schauen wir mal, ob das so hält. Ansonsten hier wieder die Schiene zusammenführen. Den Verschlussfanghebel, der springt immer nach außen, nach unten drücken und das soll es auch schon gewesen sein. Ja, ich zoome wieder zurück, dass ihr die Waffe wieder so seht. Ja. Sieht gut aus. Verschluss ein paar Mal nach hinten führen. Ihr seht, jetzt wird die Waffe gespannt und ich drücke jetzt nicht ganz gegen den Safety-Button und ich kann nichts abkrümmen. Safety-Button. Funktioniert einwandfrei. Die Waffe hat keine Sicherung. Ja, ihr könnt jetzt sagen, hier, das ist meine Sicherung. Nein, die Waffe hat keine Sicherung. Braucht sie eigentlich auch nicht, wegen dem Safety-Button, meine Meinung. So viel zum Zerlegen bzw. Zusammensetzen. Für den Schusstest nächste Woche. Die Waffe ist zum Empfehlen mit 0,20, ihr könnt auch 0,23, je nachdem wie ihr es machen wollt. Ich habe mit der jetzt 0,20 Gramm Bio-BBs benutzt, bis jetzt immer, beziehungsweise BBs allgemein benutzt. Bei einer Waffe von 1 Joule ist das auch völlig in Ordnung. Man kann 0,23 ebenfalls benutzen, um eine stabilere Flugbahn zu haben. Ist natürlich jedem selbst überlassen. Zurzeit gibt es ein paar kleine Probleme mit den Lizenzen der Glock. Ich weiß auch nicht, was da abgeht, deswegen sichert euch noch so ein gutes Stück. Ich kann sie euch nur wärmstens empfehlen. Kommen wir zum Fazit der G17. Die G17 von KWA in der GBB-Version ist sehr, sehr gut verarbeitet und wird euch eine Menge Spaß bereiten. Kauft euch dieses Stück und ihr werdet keinen Fehlkauf haben. Das Geld ist auf jeden Fall sicher angelegt. Außer dem Lack hat die Waffe überhaupt keine Mängel. Wir werden das im Schusstest sehen, was sie im scharfen Schuss sozusagen drauf hat. Ansonsten vom Innerlichen, vom Aufbau drum und dran macht die Waffe einen sehr, sehr guten Eindruck. Sehr, sehr robust gebaut und leicht zu bedienen an sich. Ich hoffe, mit dem Video konnte ich euch zeigen, was ihr mit der Waffe anstellen könnt, sollt, müsst, wie ihr sie zu bedienen habt. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns im Schusstest nächste Woche. Das war's, euer Friday von GSP. Airsoft. No. KWA.
G17, GBB.